herzlich willkommen, du Fan von Mittelerde. Ja, schön, dass du wieder zu Gollum eingeschalten hast. Wir haben ja den Kerzenmann das letzte Mal kennengelernt und müssen jetzt auch zu ihm laufen. Hier lang. Lass ihn besser nicht warten. Sie spricht aus Erfahrung. Die Stimmung des Kerzenmanns schwingt wie ein Pendel. Der Herr ist gerecht, ja. Aber manchmal schwer zu verstehen. Die Tochter hat einfach immer viel zu viele Ideen. Ja, ja, das ist logisch, haben wir auch immer. Wir haben ganz viele Ideen. Gut, weiter geht's hier runter, komm. Komm. Wir laufen hier ein bisschen runter und laufen ihm nach. Dürfen wir jetzt dann wieder... Sprich mit dem Kerzenmann. Jo, auch das machen wir. Haben wir ihn jetzt überholt? Nee. Schade, ich dachte, wir sind schneller. Hä, was ist denn das für ein crazy Raum? Haha. Komm mit mir. Verräter, dreh mir nicht den Rücken zu. Es wird Zeit, dass du lernst, wie man unsere Botenvögel züchtet. Das ist der Ofen. Soweit ich weiß, geht es darum, die richtige Temperatur zu finden. Mach dich mit den Apparaturen vertraut. Morgen früh will ich Ergebnisse sehen. Aber Smeargol weiß nicht. Er weiß nicht wie. Fang mit dem Ofen an. Jedes Ei braucht eine andere Temperatur. Welches Ei du auswählst, ist dir überlassen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Unser alter Züchter hätte mehr gewusst. Wo ist er? Der alte Züchter? Fort. Vergiss nicht, mir die Schlüssel zu bringen, wenn du fertig bist. Okay. Feuer machen, ja. Wie viele Holzscheite brauchen wir? Frag mich vielleicht doch hast nicht. Du eine Antwort für mich. Hab ich so... Was ist das? Der alte Züchter hat gerne gekratzt. Hässliches Geräusch. Musste ihm das Messer wegnehmen. Es gibt also noch mehr davon, ja? Es gibt eine Frage, die mich schon seit Jahren beschäftigt. Vielleicht hast du wie eine Antwort macht man für mich. Einen Vogel? Wo geht die Sonne auf? Sie werden unseren Kopf aufspießen, wo ihn jeder auf? Sehen ich kann. Weiß nicht. Das Zungenstärke. Ich will den Befehlshaber sehen. Tut mir leid. Verräter! Verräter! Er ist ein Spion! Ich habe Beweise! Soll ich ihm die Zunge rausschneiden, Herr? Okay, viermal Scheitel. Lass ihn schreien. Okay. Wofür ist das, Schatz? Das ist das Nest, wo man das Ei ausbrütet. Das weiß sogar ich. Du hast den Sud vergessen. Sud? Du musst das Morma kochen, bis es eine kräftige Farbe hat. Danach gibst du das Ei in die Schüssel, bis das Ei die gleiche Farbe hat. Wir gucken mal, ich will jetzt nochmal. Jetzt braucht es etwas Sud. Was ist da? Können wir nochmal alles angucken hier. Ist das hier Sud? Wofür ist das? Wofür wohl? Es ist ein Kessel. Du füllst ihn mit Mormak, dann wirfst du das Vogelei rein. Was ist das? Das Mormak. Das macht sie klug und stark, die Viecher. Weiß, boah. Braun, schwarz. Jede macht einen besonderen Vogel. Okay. Äh.
Brauner. Weiß, okay. Was ist hinter der Tür? Das fragen wir uns. Der alte Vogelturm. Vogelturm, ja? Dürfen wir ihn sehen? Warum solltest du? Der Ort ist eine Ruine. So, ich will mir jetzt nochmal die Zeichnung angucken. Ei, Feuer. Und hier haben wir ja die. Plus 4. 3, 4. Ah, zwei Stück, okay. Okay. Zwei Stück brauchen wir noch. Zwei Stück. Das Ei. Du musst ein Ei in das Nest legen. Ja, 1, 2, 3, 4. So, 1, 2. So, haben wir hier noch eine Aufzeichnung irgendwo rumchillen? Smeargol weiß nicht, was er tun soll. Ist dann lernt's. Nicht aufgefallen. Mir noch irgendwo eine Aufzeichnung. Weiß, ich hasse weiße Vögel. Elbenrot. Und jetzt? Das Ei. Ins Nest damit. Und sorgt dafür, dass mit dem Ofen alles stimmt. Jede Farbe braucht ihre eigene Hitze. Und passt es? Stunden später. War es das richtig schon? Schwarze, was auch immer Gollum davor bewahrt hat, ins Licht zu gehen, es hat Interesse an Kerzmanns geweckt, also beschloss er, Gollum in seine Nähe zu behalten. Ich glaube, wir haben's Richtige. Also mit dem Weiß bin ich jetzt eigentlich überhaupt nicht drauf gekommen, das war jetzt einfach nur getippt, beziehungsweise weil das Ei weiß war. Das hier ist Hexenkönig. Nicht er, der andere. Er nur, der letzte König von Gondor. Smeargol hört die Geschichten über den letzten König. Vor sehr langer Zeit, im Weidenland, als der Fluss noch jung war, großer König mit hellen Augen. Er lebt in einer weißen Stadt mit Silbertürmen. Und in ihr gab es einen Stein gleich dem Mond. Er herrschte über viele Jahrhunderte. Wahrlich gerecht. Wahrlich gerecht. Ja, so wird es gemeinhin erzählt. Sag mir, wie es endet. Hexenkönig holt ihn und er ward fortan nie mehr gesehen. Und er ward fortan nie mehr gesehen. Zeig her. Er wird seinen Zweck erfüllen. Bring ihn in den Käfig. Ach, der süße Vogel. Das ist ein süßer Piepmatz. Du bist das erste Wesen, das er gesehen hat. Er wird dich lieben und dir dienen für den Rest seines Lebens. Smeargol, lieben? Wie willst du ihn nennen?
Komm, wir nennen ihn Kleiner. Oh, er liebt uns, ja. Wir werden ihn Kleiner nennen. Hm. Und du? Du wirst mir jetzt dienen. Halte deine Augen und Ohren offen. Sklaven, Aufseher, Soldaten, egal wer. Was sie sagen, was sie essen, was sie träumen. Ich will es wissen. Kein Mitleid, keine Skrupel. Du bist jetzt mein Monster. Und Monster haben keine Freunde. Du bist entlassen. Geh jetzt zurück in deine Zelle. Ach, der süße Vogel. Ach, du süßer Piepmatz. Als ich sagte, halt die Augen offen, betraf das nicht mich. Jetzt geh. Jo, wir gehen runter. Ist doch okay. Ist okay. Wir müssen uns hier umklupschen. Und du, süßes Kind. Sehr gut gemacht. Jetzt bring mir mehr. Das werde ich, Herr. Keine Sorge. Seine Schwächen sind nicht meine. Das weiß ich. Du wirst mir sehr hilfreich sein. Ist hier irgendwo so Metall? Nö. Okay. Wieder nach unten. Die werden doch alle jetzt so voll so der Züchter. Jahre waren vergangen und Gollum war in der Gunst des Kerzen gestiegen. Er wurde nun gefürchtet und von den anderen Sklaven gemieden. Ja. Jahre schon vorbei. Krass. Es ist bisher wirklich so, wie ich auch gelesen habe. Ja, so ein Kerker, so ein Gefängnissimulator. Es ist, ja... Ich hoffe wirklich nur, dass wir so eine Mittelerde und so jetzt mal raus können, endlich. Nein! Lass mich das erklären, bitte! Klasse, Grasche! Nein, nein! Was ist mit uns los? Bleib zurück! Was? Wer bist du? Kraschneck muss leise sein. Oh, Verzeihung, tut mir leid. Kraschneck muss jetzt schlafen. Schön schlafen. Gib ihm Kraft für Arbeit. Klar doch. Verzeihung, nur warum nennen mich alle Kraschneck? So nennen wir die Frischen, nicht wahr? Die besonders saftigen. Ja, aber das muss einfach mal sein. Bleib einfach da, wo du bist. Da drüben. Bitte. Wunderbar. Was war das? Zeit für die Arbeit. Auf! Auf! Lauf, kleine Sklaven! Hey, Gerippe! Steh auf! Aufwachen, Schlafmütze. Zeit zum Arbeiten. Lass mich in Ruhe. Können nicht ohne ihn arbeiten, was, Schatz? Bewegung! Boah, der Arme. Bewegt euch! Vorwärts, Naglob! Pass auf, das ist das kleine Haustier des Hexers. Was dauert das so lange? Mir geht der Nachschub aus. Ja, biete ihm die Flasche fest. So was wie das hier vielleicht? Burska, genau das, was ich suche. Dafür bekommst du noch ein kleines Extra. Danke. Graschnik, siehst Globaruk. Ich kann nicht, ich... Viecher, du gehst runter zu den Viechern. Nein, bitte! Das musst du nicht tun! Grach! Du,
Geh mit ihm und zeig ihm, wo es lang geht. Aber der Kerzenmann wartet auf uns. Klingt für mich wie ein Gollum-Problem. Komm mit, Kraschneck. Eskortier den Kraschneck zum Viehmeister. Komm, wir gehen zum Viehmeister. Ja, ist halt schon sehr Kerker- und Gefangenenlastig, ne? Das ist halt schon, stimmt halt schon. Storytechnisch okay, sehr viel, aber gut, ist ja Herr der Ringe, ne? Sehe ich ja auch ein. Aber es ist, boah. Es ist halt wirklich, wir befinden uns echt Stunden nur im Kerker unten, ne? Ja, das hätten sie ein bisschen anders da machen können, sodass man ausbricht und dann halt weg ist, ne? Und nicht irgendwie Stunden vom Spiel nur im Kerker irgendwie, so vierte Kapitel im Kerker unten, ne? Garub und Globber haben also das ganze Lager ausgeräumt? Der Brunnen der Dummheit versiegt nie. Ich frage mich nur, wer sie gemeldet hat. Ja, wer? Und der hier? Noch ein Narr aus der Wüste? Du arbeitest hier oben, damit ich euch beide im Auge behalten kann. So. Bring den Gaschnick bei, wie der Borox überlebt. Okay. Kein Grund zur Sorge. Der bellt nur, er weiß nicht. Hier lang. Komm. Was hat es versucht zu erklären? Das fragen wir uns. Was? Als es in die Zelle kam, sagte es, lass mich erklären. Was erklären? Meine Marke, die hat mich in diese ganze, wenn Sie Viecher sagen, was, Welche Marke? Kraschneck hat eine Marke? Ach, das, nein, die Plakette für den Wagen, ich hatte sie immer in meinem, Es fährt also einen Wagen, oder? Ich habe Lebensmittel zu den Schmelzhütten geliefert. Ich bin sicher, jemand hat sie gestohlen. Mach dir keine Sorgen um die Viecher. Smergel hilft. Hilf dem guten Kraschneck. Ja. Ja. Vertraue es mir, Gold. Wir sind da. Kletter auf die andere Seite. Erst das Wichtigste. Sklaven treiben das Vieh. Vieh jagt die Sklaven. Mit anderen Worten, der hier wird mich zertrampeln. Nicht, wenn wir ihn leiten. Ah, okay. Okay. Geh los! Ja! Der dicke hinten verbissen ab! Da drüben, siehst du? Das gefällt mir nicht. Wo? Okay, bisschen crazy, aber okay. Beeil dich. Der dicke Kind ist verpisst. Okay. Sehen die den da? Geh da rüber. So. Bis sie ihn sehen. Okay, das passt nicht.
Okay. Das gefällt mir nicht. Der dicke Kittenfettbissner. Beeil dich. Ja, schon gut. Los. So, wenn die den jetzt sehen. Jetzt perfekt. Sehr gut. Gut. Jetzt muss er nur noch die anderen fangen. Es gibt noch mehr? Ich werde hier unten keine 3 Tage überleben. Smeargle hilft ihm. Smeargle hilft Grashnik, ja? Und Grashnik hilft Smeargle. Gollum, du wirst im Turm erwartet. Kein Problem, ich kümmere mich um ihn. Der kleine Vogel, den Gollum erschaffen hat, war jetzt groß wie ein Rabe und er war wild, aber er blickte mit wahrer Liebe zu seinem seltsamen Schöpfer auf. Oh, wo auch sonst, ne? Auf geht's zu unserem Kerzenmann. Die schwarze Königin, meine Lieblingsspinne. Monatelang wartet sie in ihrer Höhle auf ihre Beute. Sie wartet einfach ganz reglos. Und dann? Ihr haltet wohl nicht viel von meiner Allegorie. Die Tugend der Geduld. Sicher. Die Natur hat uns so viel zu lehren. Aber wenn die Falle seit Jahren aufgestellt und keine Beute in Sicht ist, beginnt ein gewisser jemand an dieser Tugend zu zweifeln. Du weißt, wen ich meine. Der Herr hat keinen Grund zur Sorge. Das wollte ich hören. Ich werde dich nicht weiter stören. Sieh an, da bist du ja. Glauber und Garub sind die stille Treppe hinaufgestiegen, wie der Herr es wollte. Gerechter Herr. Wen sollen wir als nächstes beschatten? Es gibt jetzt dringendere Angelegenheiten. Komm. Oh, was gibt es, Herr? Beutlin. Ich weiß, dass du einst mit unserem Herrn über ihn gesprochen hast. Beschreibe ihn mir. Wie hat er ausgesehen? Beutlin. Sehr dunkel, wo wir ihn trafen. Sehr dunkel. Hab ihn kaum gesehen, den kleinen Dieb. Er war also ein kleines Geschöpf, so wie du? Klein, ja, klein und dick. Er ist nur knapp entkommen, aber er hat geschummelt. Ich habe mal klein und dick einfach gesagt, weil ich mir dachte, klein und mager, passt eher weniger zu Bilbo. Das wird warten müssen, Ileth. Sprich weiter. Woran erinnerst du dich noch? Große Füße. Große, behaarte Füße. Ohne Schuhe. So hat er sich von uns weggeschlichen, der miese Betrüger. Was war mit seinem Gesicht? Kleine, helle Augen. Und er hatte schmutzig braunes Haar. Warum fragt der Herr? Darüber mach dir keine Gedanken. Sag Hallo zu deinem Vogel. Hallo, Vogel. Hallo, Kleiner. Siehst du? Er himmelt dich an. Jetzt ist es an der Zeit, ihn auf die Probe zu stellen. Müssen wir jetzt noch einen Vogel fliegen, oder was? Ah, der ist aber auch brutal süß, ne? Oh, ist der süßer. Das ist ein Süßer. Unsere Brut ist stärker und schlauer als alles, was die Natur hervorbringt. Siehst du den Krug, der unter mir hängt? Darin ist eine Figur versteckt.
Selbst für dich unerreichbar, hm? Aber nicht für deinen Vogel. Du wirst ihn dazu bringen, sie für mich zu holen. Aber zuerst muss ein Tier gehorsam lernen. Ruf ihn. Sieht aus, als hättest du einen Rebellen gezüchtet. Geh los! Beeil dich! Geh und hol ihn. Kleiner! Komm her! Nach Beutlin. Warum fragt er? Das fragen wir uns. Dann hör auf zu fragen. Das braucht dich nicht zu kümmern. Okay, müssen wir da hoch? Fallen lassen. Okay. Hä, wo will der hin? Ich habe irgendwie so das Bedenken, wenn ich da jetzt hier hinhüpf. Ah, Momentchen mal, müssen wir vielleicht. Müssen wir vielleicht hier irgendwo hoch? Na, ich glaube, wir müssen da hinten hoch hier. Na, hier lang. Oh, nein! Hier lang. Ach Gott, come on! Ja, dieser. Der Herr fragt nach Beutlin. Warum fragt er? Das fragen wir uns. Dann hör auf zu fragen. Das braucht dich nicht zu kümmern. So, hier hochgehüpft. Hier mal lang. Das war, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Können wir hier runter? Ne. Bam. So, nochmal. Nach Beutlin. Warum fragt er? Das fragen wir uns. Dann hör auf zu fragen. Das braucht dich nicht zu kümmern. Ja, ich glaube, dieser Wall-Jump da, oder Wall-Run, können wir knicken, ne? Wie kommen wir zu unserem Vogel? Oder können wir den von da oben rufen? Der Herr fragt nach Beutlin. Warum fragt er? Das fragen wir uns. Dann hör auf zu fragen. Das braucht dich nicht zu kümmern. Da kommen wir nicht hin. Hä? Bin ich gerade deppert? Der Herr fragt nach Beutlin. Warum fragt er? Das fragen wir uns. Dann hör auf zu fragen. Das braucht dich nicht zu kümmern.
Wir müssen irgendwie... Ah! Ich hoffe, das ist es jetzt. Ich hoffe wirklich, dass das jetzt ist. Komm. Hier entlang und hier lang. Komm, netter Vogel. Hab keine Angst. Hey, Grrr. Herr hat gesagt, er liebt uns. Liebe schließt Angst nicht aus. Komm wieder runter. Sollen wir jetzt hier wieder zum... Ja, scheint so, ne? Ich komme. Wenn die Pfeile nicht helfen, musst du ihn anlocken. Versuch's mal mit ein paar Brotstücken. Okay. Vogelmark, knuspriges Brot? Eher das Korn darin. Geh, schau, ob er sich von dir füttern lässt. Ah, gucken wir mal. Hübsches Brot, ja. Leckeres Brot. Siehst du, was ein bisschen Korn alles bewirkt? Jetzt ruf ihn nochmal. Na, komm. Ja. Ah, okay, so. Einfach hin. Netter Vogel, nicht wegfliegen. Gut gemacht. Jetzt schau auf das Tongefäß unter mir, das wir beide nicht erreichen können. Zeige darauf und schick den Vogel los, um den Knoten zu lösen. Beeil dich! Oh. Er hat's getan! Er tut, was wir sagen! Ja, es kümmert sie nicht, wer wir sind oder was wir getan haben. Bedingungslose Hingabe. Wie dem auch sei, die Figur ist immer noch unerreichbar. Hol's uns! Ach, der ist schon süß. Ach, was ein süßer Vogel. Wir haben sie. Komm rauf. Guter Vogel. Den essen wir doch nicht, oder Schatz? Wir müssen Beutlin finden, bevor die Elben es tun. Das verstehst du doch, oder? Du kennst die Elben. Und ihre Schleue? Sie wollen Mittelerde mit Sternenlicht füllen. Und wenn sie das tun, dann wissen sie alles, was wir getan haben. Alles, was wir getan haben. Aber keine Angst. Wir finden das Auenland. Und töten jeden Beutlin, den wir finden. Und dann werden du und ich und wir alle endlich frei sein. Yeah. Wir müssen nur Geduld haben. Hast du Geduld? Geduld, ja. Ist sowas von. Sowas. Wir haben richtig Geduld. Ganz viel Geduld. Gut. Ich auch. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass du mir davon erzählst. Oh, wovon erzählst? Von dem Schatz, den Beutlin dir gestohlen hat. Schatz? Welchem Schatz? Mein Herr. Germund verlangt nach euch, mein Herr. Schon wieder? Ich muss gehen. Bring den Vogel zurück in seinen Käfig. Wir beide reden morgen weiter.
Ein weiterer Tag im Gefängnissimulator. Ist da drin nichts an. Dann würde ich sagen. Schlamm. Gollum rennt vor Viecher davon. Gollum züchtet schleimige Orklinge. Gollum hat viel Geduld, oh ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut.